Jetzt kommt er dort. Jetzt kommt genau der Speer wieder. Ja, genau, schön kommt er nach vorne. Ja, nicht bewegen. Ja, typisch. Links und rechts schwimmen, schauen, wo geht er. Wenn die Luft rein ist. Jetzt schwimmt er wieder hinterher. Jetzt geht er hinterher. So, nehmen wir die mal hier. Die Meiten, zum Zeigen. So, alle. Die Biber sind in den 90er Jahren bei uns erst mal gekommen. So. So, alle. Noch mehr fressen da. So schwer, wie ihr seid. Da habe ich mal einen gesehen, wie der einen Damm baut. Und ich arbeite auf Gartenbau, also ich baue auch viel. Da habe ich dem mal zugeschaut, zur Nacht, wie der das macht. Und das da hat mich das fasziniert. So, ist wieder mal an der frischen Luft. Vor 5 Jahren ist der in der Nähe von Wieselken überfahren worden. Ja, ich habe ihn dann eingefroren. Und dann habe ich gefragt, ob ich den dürfte haben, zum Ausstopfen. Ich habe dann auch schon Biber natürlich selber. Dann müssen wir mal einen in einen Schacht gerettet, oder? Rausgenommen. Und einer mal, der ist mit Dingen in einem Netz verfangen gewesen. Und dann kommt dann noch gleich mal, ja, tun wir einschläfen, oder? Und dann sage ich mir, ja, nein. Also, jetzt hat man angefangen Ansiedlerzeug, jetzt hat es ein paar und wir können mal schauen, wann er hat. Markus Mohr hilft, wo er kann, wenn es in Siglisdorf ein Problem mit dem Biber gibt. Für alle Betroffenen ein Glücksfall. Auch für den Biber. Die Nager machen sich breit in der Schweiz. In der Landwirtschaft häufen sich quer durch die Schweiz die Schäden. In Seedorf haben Biber den Seebach gestaut. Die angrenzenden Felder stehen immer wieder unter Wasser. Wir Landwirte haben eigentlich nicht das Problem mit dem Biber. Man hat auch Freude am Biber. Aber es gibt solche Schäden, gibt, wie wir hier haben, wollen wir auch nicht akzeptieren, dann wollen wir möglichst schnell eine Lösung. Wir wollen Nahrungsmittel produzieren, wir geben uns Mühe. Wir haben auch schon mehr Berufsstolz, haben Freude an einer schönen Parzelle, einem schönen Getreidefeld oder einem schönen Zuckerrübenfeld. Und alle Jahr ist einfach das Zeug kaputt. Und das ist einfach nicht eine zufriedenstellende Situation. Die Biber machen auch vor der Stadt nicht Halt. Am Plattspitz, direkt hinter dem Hauptbahnhof Zürich, hat sich eine Biberfamilie niedergelassen. Mega cool, mega cool, das ist mega grosser Biber. Mega speziell, hätte ich nie gedacht, dass da so ein Biber wohnt. Aber es ist schön, dass so, man weiß ja, dass es immer mehr so Renaturierungen gibt und irgendwie da, das Ziel ist ja wie auch renaturiert worden. Schön, wenn das zurückkommt in die Stadt. Ehrlich gesagt, ich nicht gedacht, dass da Biber wohnen, weil es ist so nah in der Stadt, mega viele Leute, mega viele Hunde zu auch. Ich nicht gedacht, dass da ein Biber seine Ruhe findet und sein Häuschen wird aufbauen. Es
Das ist wirklich unglaublich. Ich habe noch nie einen Biber in einer natürlichen Umgebung gesehen und schon gar nicht mitten in der Stadt. Das ist fantastisch. So herzig, ich freue mich gerade so, da mache ich gerade so mein Abend. Okay. Es ist so nett. Yeah. Nein, bewegt sich. Ja. Die Biber leben seit 2 Jahren am Platschbetz. In diesem Jahr hatten sie zum 2. Mal Junge. Die Jungbiber bleiben 2 bis 3 Jahre im elterlichen Bau, bis sie sich dann ein eigenes Revier suchen müssen. Ich arbeite eben gerade hier und habe das schon gesehen, dass es hier Biber hat, wegen der Bäumenbahnen. Aber ich habe ihn nie gesehen, das erste Mal jetzt. Wie stört Sie, dass ein Baum fällt? Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein. Nein, ich finde es schön, dass es so etwas noch gibt. Und dass man das laut lassen kann, vor allem. Die Stadt Biber. Sie kamen vom Rhein her die Limmertuch. Überall in der Schweiz dringen die Tiere in neue Gewässer vor. Knapp 5000 Biber leben mittlerweile in der Schweiz. Das sind 3-mal mehr als noch vor 15 Jahren. Biber und ihre Bauten sind geschützt, auch wenn die Art nicht länger gefährdet ist. Markus Mohr trifft sich mit Landwirt und Jagdaufseher Roger Ehrensberger zum Ortstermin. Ehrensbergers Land ist auch Biberrevier. Ja, da hat es schon gelichtet, da sehe ich schon, oder? Ja, man ist halt einfach rum. Da hinten da haben wir Biber gehabt, eben die wir zum Schacht aus haben müssen nehmen. Durchschnittsgewicht so 25, 28 Kilo. Ich habe ja mal einen geholt auf der Straße, 29 Kilo gehabt. Den habe ich ausgestopft, ja. Genau, und dann sage ich, sind die Tiere also gut genährt. Also denen geht es sicher gut, oder? Da sieht man jetzt, wie er eigentlich im Baum untert. Er fährt einfach rundum an wie Nagen. Die Richtung kann den Biber nicht bestimmen, wo er hinfällt. Da macht dann der Baum selber, da sieht man jetzt, der hängt gegen raus, also der fällt da ins Boot über. In der Regel hört es bei diesem Stadium aufnagen und dann lässt er es vom Wind dann den Rest erledigen. Windstoß lange dann. Sobald wenn er dann liegt, geht er eben dann vor allem die Rinde fressen, oben Knospen. Dann hat er dann eine Zeit wieder etwas zum Fressen, bis er den nächsten wieder umtut. Dann, ja. Vor allem die dicken Bäume nagen Biber nicht ganz durch. Zu groß das Risiko, vom Stamm erschlagen zu werden. Im Winter ist das Nahrungsangebot knapp. Und als reine Vegetarier müssen Biber ziemlich viel fressen. Das ist ja da, oder? Man einfach die Erlen umtut, wo gegen das Kabel gehangen ist. Das Telefonkabel war komplett am Boden gewesen. Zum Glück hat es nicht verrissen, sonst wäre es nicht mehr gewesen mit Internet und Telefonieren bei uns. Am Anfang hat man Freude gehabt, irgendwie noch cool gefunden. Er ist jetzt auch da und hat man gesehen, was er macht. Aber wenn nachher einfach, wie jetzt am Tegenbach bald nur noch Staustufen besteht und überall geht er raus, fällt wieder Bäume, frisst es an, lässt es liegen. Ich muss wieder aufräumen, nachher dann zusammenräumen, tut er gleich nicht fertig. Ja, und da siehst du jetzt eben, wo er meine abstellt und holt. Wahnsinn, wenn ich da unten runter geht. Eine richtige Straße. Lässt noch liegen dort nachher dann, wenn er wenigstens alle will fressen, die er mitnimmt. Teil tut er dann richtig ausgraben, oder? Und ich meine, der kommt nicht mehr, der schlägt nicht mehr aus, dann, oder? Das ist jetzt mit den Wurzeln, oder? Ja. Siehst du, aber da sind jetzt 1, 2, 3, das sind bereits 4 Arten, die jetzt fehlen, wenn der so weitermacht bis zum nächsten Frühling. Und da ist jetzt dann die Frage, im Frühling stellen wir die Rötli her oder nicht? Ja, definitiv, oder?
Aber dass der jetzt so geht, holen, weißt, wenn er so klein ist? Da ist all noch Betrieb. Das wird hochgelaufen, runtergelaufen. Oder sieht man auch, das ist frisch, oder? Ja. Das ist ganz frisch, auch von dieser Nacht, oder? Und ist also, ich habe mal einen gesehen, wirklich auf einer Kamera. Da hat man also vom Biber eigentlich nicht viel gesehen vom Kopf. Der hat also wirklich eine rechte Puschle, Raps. Wird das entschädigt? Ja. Entschädigt wird schon, aber grundsätzlich habe ich ja Kontingent vom Raps. Und ich sage jetzt, wenn er hier weiter frisst und weiter frisst, irgendwann fehlen mir dann die Kilo, die ich angemolden habe. Gleich. Es ist, man will ja das an und sich erfüllen, die Kontingente, die man eingibt. Und wenn er dann einfach hier einen Haufen frisst, ja, ist dann eben wieder da, wo ich sage, in erster Linie tun wir noch produzieren und nicht einfach Landschaftspflege machen. Und natürlich, unter dem Strich macht es nicht viel, so viel aus, aber es ärgert einem gleich jedes Mal, wenn man durchfährt, wenn man die Löcher noch dann hat im Raps. Also mir geht es so. Ja, ich meine, das ist ja deine Arbeit, das ist ja dein Garten eigentlich, ja, oder? Richtig. Wildtierbiologe Christoph Angst wappnet sich für Biberland. Er beschäftigt sich im Auftrag des Bundes seit bald 20 Jahren mit den Machenschaften der Biber in der Schweiz. Die sind in der Winterkette. Und der andere, da werden sie wahrscheinlich auch noch fällen. Praktisch, der ist als Brücke von der Biber mal gefällt worden. Sonst kommt man gar nicht auf die andere Seite. In Martalen haben Biber 2009 einen Wald unter Wasser gesetzt. Das stehende Wasser, die toten und gefällten Bäume, sie machten möglich, dass sich hier etwas Großes entwickeln konnte. Aufpassen jetzt da. Überall hat es im Gras liegende Bäume. Jetzt sieht man auch die Burg da. Biberburg, also da ist der Wohnbau der Biber. Und das ist einer der wenigen Standorte in der Schweiz, wo wirklich eine Burg mitten im Wasser steht, so wie wir es eigentlich von Nordamerika kennen. Eine einzige Biberfamilie hat dieses rund 5 Hektar große Gebiet geschaffen. Mit der Burg hat sie sich im Wasser eine trockene Wohnhöhle gebaut. Die häufen Holz an. Machen einen riesen Holzhaufen und dann gehen sie vom Wasser her in den Holzhaufen hinein. Und dann sie mit den Zähnen nagen sie sich ihre Hölle dort hinein. Sie nagen sich ein Haus. Ich war noch nie in Kanada, um Biberrevier zu schauen. Ich war noch nie in Skandinavien. Ich habe es nur aus Büchern und aus Filmen kennt. Und dann plötzlich entsteht so etwas unter den eigenen Augen. Und das können mitzuerleben und auch zu dokumentieren, das ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Und ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn ich hier bin. Und das sehe, was die kleinen Viechli hier jede Nacht, als sie rausgehen, was sie immer wieder schaffen. Kanada im Schweizer Mittelland. Wie konnte das passieren? Jahrhundertelang hatte man hierzulande Jagd auf Biber gemacht, bis sie Anfang des 19. Jahrhunderts ganz ausgerottet waren. Biberfleisch und vor allem das extrem dichte Fell waren begehrte Handelsware. Die Wiederansiedlung ab den 1950er Jahren war eine private Initiative. In einer Zeit, als in der Schweiz immer noch großflächig Sümpfe trockengelegt wurden, setzten engagierte Naturschützer mit Bewilligung des Bundes im Welschland die ersten Biber aus.
Es folgten weitere Aussetzungen, wie hier am Nussbaumer See im Thurgau. Die Naturschützer kauften die Biber in Norwegen, Frankreich und Russland. Ihre Nachkommen besiedeln mittlerweile fast jedes Gewässer im Mittelland. Biber dringen in immer kleinere Bäche vor und machen dort vermehrt Probleme. Da wieder. Ein Damm nach dem anderen. Ein Damm nach dem anderen, oder? Und man sieht eben, also das ist unwahrscheinlich, Roger, was da an Wahr hat, oder? Ja. Da ist der Pegel anderthalb Meter weiter und wäre da der Bach eigentlich, wo der da aufgestaut hat, oder? Der Biber staut Bäche, wenn das Wasser nicht tief genug ist. Der Eingang in seine Wohnhöhle muss unter Wasser liegen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Oder so sieht man, wenn er lässt also von der Rinde her lässt er nichts übrig. Er ist also, er macht saubere Arbeit, das muss man also sagen. Also, ja. Und dann wird das auch wieder da in dem Damm verbaut. Wir müssen einen Ingenieur haben, für einen Staudamm zu machen, und den Biber. Und dann wird das in die Wiege eingelegt, oder? Woher wissen Sie das alles? Ja, ich habe mich früher schon immer einfach immer für Tiere interessiert. Und ja, wenn ich noch einmal zurück könnte, einfach in der Schule würde mir mehr Mühe geben, dann hätte ich sicher etwas auf Biologe machen oder so. Denke es ab, wäre mein Ding gewesen. Aber ich kann so viel helfen den Leuten, und ja. Und da ist mir einfach eben auch wichtig, dass ich also mit den Landwirten habe ich einen guten Draht, und das soll auch so sein, oder? Das gestaute Wasser ist für Biber auch Transportweg und bietet Deckung. Wenn jetzt der Damm nicht wäre, wäre da die Bachsäule. Und da sieht man natürlich, wie hoch das der Damm ist. Also praktisch 2 Meter. Wo jetzt eigentlich der Bach höher ist, wieder normal, oder? Und da ist ein gewaltiger Druck dahinter, oder? Das geht ja 100 Meter hinter der Staute, oder? Und das Material sieht man ja, das er einbaut. Auch dort wieder Stein natürlich. Und die Verankerungen da mit den Stecken, die er hier macht. Aber da ist auch eine Familie, die hat im Frühling auch Junge gehabt. Der hat 3 Junge gehabt. Den Bau haben sie dort hinten, unter dem Wasser können ziehen. Und dann ist er auch dort in der Böschung. Auch da sieht man es halt. Er baut alles ein, was er verwünscht. Red Bull, Büchse. Muss ich dann mal mitnehmen. Ja. Staut der Biber, steht das Wasser. Auch da, wo es nicht vorgesehen ist. Am Anneterbach in Bettwiesen wird ein Biberdamm zerstört. Der Kanton hat grünes Licht gegeben. Du denkst, so ein Viech biegt das an. Also klar, hast du da auch Auflandung, weißt, vom Bach. Aber es ist unglaublich. Wir müssen vorsichtig vorgehen, und das wird gemacht, und dann bin ich schon immer zufrieden. Der Damm steht ausgerechnet vor dem Abfluss eines Hochwasserschutzbeckens. Mit Wasser gefüllt, erfüllt es seinen Zweck nicht mehr. Aber auch die Landwirtschaft ist betroffen. Da ist höchste Zeit. Höchste Zeit. Das Kulturland ist sonst entwertet, ist nicht mehr wert. Oder? Und jetzt ist es so, dass dort die Drainage von da oben runter und von hinten im Bach hier laufen. Und die sind verstopft und laufen nicht mehr. Die Entwässerung vom Land ist blockiert.
Es ist Landwirtschaftsland, intensive Nutzung. Und wenn wir das nicht mehr haben, als intensive Nutzung, dann ist das nichts wert. Null. Ich habe selber Freude am Biber, aber an dieser Stelle nicht. Da gehört er weg. Michael Vogel ist der Mann für Biberkonflikte im Thurgau. Die Lösung ist immer ein Abwägen von Interessen. In diesem Fall hat Vogel gegen den Biber entschieden. Ja, es ist immer beides, oder? Es ist notwendig. Und auf der anderen Seite, wenn man es aus der ökologischen Betrachtung anschaut, dann ist es immer auch irgendwo schade, oder? Dass es nicht so einfach weiter bestehen bleiben kann. Aber das gehört halt dazu, in einer dicht besiedelten Landschaft, oder? Klar ist, dass es kurzfristig sehr ungemütlich wird für den Biber. Das müssen wir in dem Fall einfach machen, weil wir keine andere Möglichkeit haben, um hier eingreifen. Gerade im Landwirtschaftsgebiet müssen Dämme immer wieder abgesenkt oder ganz entfernt werden. Es gibt kurzfristig oft keine andere Lösung, um das Wasser aus der Fläche zu bringen. Das Schweizer Mittelland war einst von großflächigen Sumpfgebieten geprägt. Vor 150 Jahren begann die Trockenlegung. Die gewonnene Landwirtschaftsfläche ist das Werk von Ingenieuren. Sie ließen Flüsse korrigieren, Kanäle bauen und ein unterirdisches Rohrsystem verlegen. Intensiv genutzte Ackerflächen entstanden. Ein ausgeklügeltes Kanalsystem reguliert das Wasser im Boden. Nur mit dem Biber hatten die Ingenieure nicht gerechnet. Der Biber verfolgt in dem Kanalsystem seine eigenen Ziele. Baut, staut und gestaltet. Das kann nicht gut gehen. Hier ist Gerste angesagt worden. Darum, wo nicht Wasser ist, sieht man, dass die Gerste kommt. Und hier wird sicher nichts wachsen. Das muss man im Frühling schauen. Vielleicht kann man dort Sommergerste einsäen. Wobei die Erfahrung gezeigt hat, dass es im Frühling auch wieder kaputt geht. Der Bach, der das Feld entwässern sollte, erfüllt seinen Zweck nicht mehr. Wir sehen hier den Bach. Der Bach hat eine künstliche Sohle. Das ist etwa vor 80 Jahren gemacht worden. Das ist so ausgelegt worden, dass das funktioniert mit der Drainage. Und das hat man jährlich rausgeputzt, weil die Drainage ganz unter im Bachbett rauskommen. Und dadurch, dass die Biber hier verstauen und der Biber so stark geschützt ist, dass er dem nichts machen darf, haben wir den Bach nicht mehr können, nicht mehr dürfen putzen. Und das hat natürlich nicht zur Folge gehabt, dass es in der Drainage zurückgestaut hat. Am Seebach liegt eine gute und nachhaltige Lösung auf dem Tisch. Eine neue Sammelleitung soll in Zukunft das Wasser aus den Feldern ableiten. Dem Biber will man die Renaturierung des Bachs überlassen. Keiner macht das so gut und günstig wie der Biber. In der Schweiz hat man längst gemerkt, dass gesunde Gewässer Raum brauchen. Das Gewässerschutzgesetz fordert die Revitalisierung von Bächen und Flüssen. Und das ist auch, was der Biber macht. Er gestaltet naturnahe Gewässer, schafft Artenvielfalt und stabile Lebensräume. Aber bis heute fehlen griffige Instrumente, um die Tatkraft der Biber in der Landwirtschaft zu nutzen. Der Ernteausfall in Seedorf wird unkompliziert entschädigt. Aber wer die neue Drainageleitung finanzieren muss, ist noch nicht geregelt. Mir macht vor allem
Politik verrückt oder die Situation, dass das dermaßen lang geht, bis man die Massnahmen machen kann, die funktionieren würden. Es kann nicht sein, dass man hier redet von 10 Jahren plus, oder? Und in 10 Jahren plus seit die Drainage ist das System alles kaputt. Oder? Und wir Landwirte wollen eigentlich nicht mehr 10 Jahre warten, bis wir das hier ändern kann. Die meisten Biber verursachen keine Schäden. Sie leben, oft unbemerkt, auch an ziemlich unwirtlichen Orten. Diese Biberfamilie hat sich in einem ehemals eingedolten Bach eingenistet, direkt unter einer Kreuzung. Hauptsache trocken und geschützt. Drei Generationen leben hier, widmen sich der Körperpflege. Die Jungen kommen im Mai zur Welt und bleiben die ersten Wochen im Bau. Und tagsüber wird ausgiebig geschlafen. In Martalen sind die Verantwortlichen ein Wagnis eingegangen. Oh, Chef. Das Resultat ist ein Auenwald, wie er einst das ganze Mittelland prägte. Das war ein Wirtschaftswald. Das ist eine Katastrophe. Der Wald ist weg. Aber für die Natur ist genau das das Natürliche. Und wenn wir uns vorstellen, die Biber machen seit 15 Millionen Jahren, machen sie das auf diesem Planeten. Also es hat Haufen Arten, die auf die Lebensräume und auf das Totholz und auf die überschwemmten Flächen, auf die kleinen Klunken, die es gibt, überall, die darauf angewiesen sind. Und mit dem Verschwinden des Biber sind Haufen Arten verschwunden. Und jetzt mit dem Zurückkommen vom Biber merkt man in ganz Europa, dass gewisse Arten, die man gemeint hat, sie sind eigentlich gar nicht im Gebiet, plötzlich treten die wieder auf. Da haben wir eben gerade so eine Markierstelle. Also da tun sie mit der Vorderpfote tun sie da so ein bisschen Schlamm zusammen und dann spritzen sie das sogenannte Bibergel drauf oder das Castoreum. Und ich weiß nicht, ob das schmeckt, bis der Tinger, aber wenn man richtig drin, der Eisvogel kommt, kleine Fische holen. Wenn jetzt da ein anderer Biber vorbeischwimmt, ein Junge, der ein eigenes Revier sucht und er das schmeckt, dann heisst es, Achtung, da sind wir und da hast du nichts verloren. Sonst gehen wir auf dich los. Hier ist ja seit 2009 sind Biber da und 4 Jahre nach dem Auftreten von Biber hat der Kanton mit der Gemeinde das Waldreservat eingerichtet. Also das heisst, die Fläche ist auf 50 Jahre geschützt, wird nicht bewirtschaftet und man überlässt es der Natur. Und die Gemeinde hat auf einmal den ganzen Holzersatz bekommen, was sie hier in den 50 Jahren können bewirtschaften konnten. Also wir haben Instrumente. Das Geld stammt aus dem nationalen Finanzausgleich. Die Förderung der Waldbiodiversität ist dort Programm. Damit können Biberkonflikte im Wald vergleichsweise schnell und nachhaltig gelöst werden. Vorausgesetzt natürlich, die Waldbesitzer geben die Nutzung des Waldes zugunsten der Biodiversität auf. Wir haben weltweit eine Biodiversitätskrise. Und wir müssen verstehen, dass das auch uns betrifft. Und darum muss man halt schauen, was ist der Nutzen und was sind wir bereit abzutreten, einen Schritt zurückzumachen und die Natur zu machen. Und die Biber
breiten sich aus. Es werden immer mehr, es gibt immer mehr so Flächen. Und wir möchten gerne abschätzen, das Potenzial, das der Biber auf schweizweiter Ebene hat für die Artenvielfalt, für Ökosystemleistungen. Also eben sauberes Wasser, saubere Luft, Kohlenstoff und so weiter. Im Winter bleibt das nächtliche Treiben der Plattspitzbiber in Zürich weitgehend unbemerkt. Die Biber fühlen sich wohl in der Sihl. Doch der Kanton lässt die Wehranlagen sanieren. Der Biberbau ist im Weg. Die Verantwortlichen laden zum Ortstermin. Die Biberbeauftragten von Kanton und Bund sollen helfen. Wohin mit der sechsköpfigen Biberfamilie? Das Projekt ist Erneuerung der Wehranlage. Und vor allen Dingen, es betrifft jetzt hier vorne, also dort, wo der Biber jetzt ist. Während der Bauzeit von 4 Jahren ist hier kein Platz für die Biber. Was wir jetzt zusammen machen müssen, ist eine gute Ecke finden, dass wir das mal abgehen und schauen, was am besten wäre, wie man das baut. Würde ich sogar etwas ganz Einfaches noch aus Holz machen. Wir bauen zuerst, bevor der Baum abgebaut werden muss, auf der anderen Seite der Sihl einen künstlichen Bau, den sie zügeln können. Und wenn sie einen anbauen, tut man dann die Burg zurückbauen. Das hat sich wirklich sehr bewährt in solchen Situationen wie jetzt hier. Ein großer Aufwand für eine einzige Biberfamilie. Wir haben es mit einer geschützten Art zu tun und mit zerstörten ihren Bau. Und dann muss man natürlich irgendwie kompensieren, muss man etwas anbieten. Und weil wir jetzt doch schon ein paar Jahrzehnte Erfahrung haben, schweizweit mit so Kunstbauten bauen und der Kanton Zürich selber die Biberfachstelle nicht, ist es Wissenstransfer. Und darum ist der Aufwand eigentlich von außen betrachtet vielleicht gross, aber der lohnt sich natürlich längstens. Am Tägerbach wollen Markus Mohr und Roger Ehrensberger die Biber überlisten. Damit das Wasser aus dem gestauten Bach nicht ins Feld läuft, bauen sie einen Graben, der das Wasser ableitet. Nimm es ab Holz dann raus, dort, Markus. Ja. Den rausnehmen hier. Ja. Gut. Ja, schon besser, oder? Ja. Das ist gut. Das ist ja tief genug jetzt hier. Danke, Skal. Ja, da hört es schon auflaufen, jetzt das Deck ablaufen. Und dann dürfen wir nichts machen, aber solche Einleitungen dürfen wir machen. Mach es gerne. Mach es einfach gerne. Ist für mich auch noch ein Ausgleich neben dem Arbeiten. Der Diesel übernimmt dann wieder der Bauer oder der. Und die Maschine kann ich eben von meinem Chef. Da verlangt er nichts, nein. Da ist eigentlich das Nehmen und das Gehen. Und wenn er wieder etwas braucht vom Roger, dass man kann zu ihm gehen, dann kommt er vielleicht mal Holz oder macht sonst den Fuhr wieder für ihn. Das ist immer eigentlich das Nehmen und das Gehen. Das ist noch interessant eigentlich. Das ist nicht immer mit Geld. Was kostet es und immer. Und das verhebt das also schon über 10 Jahre, ja, muss ich sagen. Das ist eigentlich noch schön, ja. Was treibt Sie an? Der Biber hat mich immer eigentlich fasziniert. Ich finde es ein faszinierendes Tier. Und, ja, und wenn man so helfen kann, ja, gebe ich auch wieder mal etwas retour in der Natur. Ja, da ist jetzt auch ein Problem wieder. Der hat hier unten gestaut. Und dann läuft das Wasser da eigentlich den Acher raus. Und dann habe ich da mit dem Packer ein Umgehungsgewässer gemacht. Wie man sieht, dass das überschüssige Wasser im Graben runterläuft. Der Biber akzeptiert das nicht und tut den Stauen, wie man jetzt hier sieht.
Man sieht auch, wie er da, das ist in zwei Tagen, also zwei Nächte, wo der das zumacht. Der Biber verfolgt seine Ziele so hartnäckig wie der Mensch. Wenn man sieht, er macht in kürzester Zeit und das ist wirklich gewaltig, was das Tier eigentlich Stand bringt. Es ist also wirklich. Und es wäre eine gute Sache gewesen, da auch. Aber er gibt sich mit dem nicht zufrieden. Er weiß auch, wo das Problem liegt, oder? Ja, sieht man, jetzt läuft schon recht Wasser, oder? Der Biber, also für mich ist der Biber natürlich ein Freund. Also, ja. Ein Krampfsiecher, ja, wirklich auch. In Zürich wird gebaut. Beim Platzspitz entsteht an der Limmat der Ersatzbau für die Biberfamilie. Der Biber geht hier vom Fluss her unten durch das Wasser, durch einen Tunnel, der eingestellt ist mit Sand. Und dann hat es nachher links unten ein Loch, wo das Tunnel eingeführt wird, die Küste. Dann gibt es noch einen Deckel drauf und ein Lüftungsloch mit Äste. Die Kiste, sicher den Flachteil hier unten bauen wir hier oben, am genau, Land, im Vorland. Und dann setzen wir sie ein, sobald die Pfosten stehen. Okay. Genau. Ja. Es sollte einfach überall bedeckt sein. Und haben Sie schon mal so etwas gebaut? Nein, in diesem Stil haben wir das noch nie gebaut. Darum sind wir gespannt, wie es rauskommt, ob der Biber zügeln oder nicht. Die Plattspitzbiber inspizieren die Baustelle noch in der gleichen Nacht. Was ist hier los? Dass sich hier Wasserbüffel suhlen, ist das Resultat eines langen Weges, an dessen Anfang ein Biberdamm stand. Biber stauten den Ausfluss aus dem See und setzten das angrenzende Landwirtschaftsland unter Wasser. Petra Graf suchte im Auftrag des Kantons mit der Gemeinde Seedorf und den betroffenen Landwirten eine Lösung. Mit dem Ziel, dass sich das, was die Biber hier geschaffen hatten, weiterentwickeln konnte. Ich traue es jetzt fast nicht zu sagen, aber ich bin ein grosser Fan von Biber. Weil ich das Gefühl habe, er zeigt so auf, wo wir Defizite haben. Sei das an den Fliessgewässern oder. Ich meine, das da hier, die Muldenlage, das ist topografisch, das ist so einleuchtend. Das war früher einfach ein Sumpfgebiet. Und hier die Bauern, ich weiss es nicht, oder? Also mittlerweile haben wir es mit den Bauern hier so gut, dass sie sagen, mal, das passt hierher. Das ist gut hier. Und? Sie liegen da, wenn es wärmer wird im Wasser. Sie fressen Schilf, Gras. Und von dem her ist es tipptopp zum Händeln. Und? Der Büffel ist sehr robust, auch hier mit dem stehenden, warmen Wasser, mit Egeln und. Sie sind sicher viel weniger anfällig als andere Tiere. Zum Beispiel unsere Milchkühe gehen hier sicher nicht. Das ist nicht, hä? Ja, es ist lange nicht gegangen. Also lange haben
Bauern das Gefühl gehabt, man wird doch ein bisschen allein gelassen mit dieser Vernässung des Biber, weil man die Fläche nicht mehr nutzen konnte. Und das war sicher jetzt auch der Anspruch von jedem Bauern, dass jetzt da eine Lösung gefunden wird, dass ja, schlussendlich das eigene Land dann, ja, nicht enteignet wird oder einfach plötzlich fort ist. Ja. Die Landwirte am Lopsigen See haben ihr versumpftes Land an das Naturschutzgebiet rund um den See abgetreten. Um keine Direktzahlungen zu verlieren, haben sie dafür vom Kanton Ersatzland erhalten. Der Landabtausch machte das Projekt erst möglich. Die Wasserbüffel sind schon toll. Also die sind echt witzig, wie sie so neugierig können schauen können. Kaum schreckt man die Hand aus, will sie krabbeln, weiss sie dann wieder gehen. Das ist für uns ein grosser Gewinn. Weil, als das Projekt angefangen hat, haben wir wie gewusst, wir können das Land umlegen. Wir können eine grosse Weide machen, oder eine grosse für Mittellandverhältnisse, eine grössere Weide machen. Und man kann das fast nicht anders pflegen, weder mit Tieren, die das Schilf fressen. Und da sind einfach Wasserbüffel halt wirklich ideal. Und wir haben dank Simon haben wir jetzt einen innovativen Bauer, der sich dem hat angenommen hat. Und das hat es hier natürlich rundum hat's das nie mehr. Das ist schon ein bisschen einzigartig. Das ist das Fakt. Und? Hemet! Hemet! Die Idee mit den Wasserbüffeln kam von Simon Heinberg. Neuland für ihn. Er macht mit den Büffeln im Moment weder Milch- noch Fleischwirtschaft. Ihr Job ist allein die Pflege des Naturschutzgebietes. Ich war einfach einer von diesen betroffenen Bauern und habe einfach die Weide und eigentlich den nächsten Stall dazu, was mich auch bewogen hat, irgendwie zu helfen oder eben ein Projekt zusammen zu realisieren, dass einfach die Fläche sicher im landwirtschaftlichen Nutzen bleibt. Und das hat sich sicher hier mit dem Stall, der direkt zugänglich ist, sicher auch ja, an der Boden. Wir sind jetzt wirklich erst das zweite Jahr dran. Letztes Jahr hat man alles noch etwas probiert und gemacht. Jetzt habe ich die ersten Büffel gekauft. Jetzt hat es die ersten Jungen gegeben. Also es muss sich alles schon noch etwas finden, damit man schlussendlich sagen kann, mal, jetzt kann man vielleicht von diesem Projekt auch noch, ja, schaut auch noch etwas raus. Der Wert von solchen Sumpfgebieten, ich sage jetzt einfach so salopp Sumpfgebiet, je nach Boden, die Böden die haben totale Schwammwirkung, die halten einfach das Wasser länger zurück. Und das sehe ich auch für die Zukunft, sehe ich das als grossen Wert auch für die Landwirtschaft. Der Kampf um das Wasser hat schon längst angefangen, das wissen wir alle, oder? Und dass man dort irgendwie wie schaut, dass man zusammen möglichst viel Rückhalt hat. Von Wasser. Das wäre gut. Das wäre ein Zusammenarbeiten mit der Landwirtschaft. Wo ist das möglich? Wo können wir die natürlichen Schwämme wieder regenerieren? Am Lopsigen See ist es gemeinsam gelungen, ein wertvolles Feuchtgebiet zu schaffen. Die Gesellschaft ist gefragt, wenn es darum geht, die Entschädigung betroffener Landwirte zu vereinfachen. Der Biber ist da. Er arbeitet so oder so. Am besten macht sich der Mensch, da wo es geht, diesen Gestaltungswillen zunutze. Der Ersatzbau ist fertig. Die Plattspitzbiber können kommen. Caroline Nienhuis von der Biberfachstelle des Kantons installiert zur Überwachung eine Kamera. Ich stelle es mal an. Die haben einen sehr guten Geruchssinn. Und die werden das sicher riechen, Zuckerrüber. Also die schmecken das von Weitem.
Und ich hoffe dann, dass sie das einfach holen können. Und dann das attraktiv finden und dann drinnen bleiben. Und merken, dass es da innen schön warm und trocken ist. Ja, schauen wir. Und was, wenn sie nicht kommen, wenn sie nicht reingehen? Dann denke ich, dass sie einfach entweder also im alten Bau bleiben. Und wenn man dann diesen Bau muss, abtragen muss, dann wird es einen anderen Ort suchen oder spätestens dann in den Ersatzbau gehen. Finden werden die Plattspitzbiber den Eingang in den Bau sofort. Sie kennen sich aus in ihrem Revier. Die Frage ist nur, ob sie auch hineinschwimmen werden. Bis heute haben sie das nicht getan. Nach dem Raps im Winter, jetzt der Mais. Die Felder am Tägerbach sind für Biber ein großartiger Selbstbedienungsladen. Er kommt alle Nacht. Und darum haben wir jetzt da beschlossen, dass wir einen Haken aufstellen. Mit Strom drauf. Und wenn er dann kommt und daher kommt, dann zwickt er meine. Und dann meidet er das. Schon gemein, der Biber ist schon nass, oder? Ja, eigentlich ein Vorteil dann für uns. Weil dann kann man sagen, lehrt es. Also ja, dann wirkt auch der Strom für ihn natürlich. Oder ja, es ist für mich. Eigentlich Biber, die, ja, schießt schon ein bisschen an, weil es zwickt am Eis, oder? Die schnurren das Jahr nicht mehr mit mir, bin ich überzogen. Für mich kommt der erste Landwirt. Für mich kommt einfach der erste Mensch immer noch. Und dann das Tier. Markus Mohr sorgt mit pragmatischen Lösungen für eine Koexistenz von Mensch und Biber. Hier am Tägerbach profitieren alle davon. Der gestaute Bach bietet Nischen und Lebensräume, die es zuvor nicht gab. Das führt zu einer Zunahme der Artenvielfalt. Und diese ist noch viel größer als bisher angenommen. Wie groß ist der Einfluss auf die Artenvielfalt, wenn Biber Dämme bauen? Die Studie, die der Bund in Auftrag gegeben hatte, ist abgeschlossen. Was hier das Interessante ist, wir haben nicht wahnsinnig seltene Arten, aber wir haben Arten in wahnsinnig hoher Dichte. Das ist eigentlich das, was wir drauf müssen. Nicht ein paar seltene Arten in ein paar wenigen Individuen zu haben, sondern wirklich grossflächig, wieder Tausende von Individuen, wo die ganze Nahrungskette funktioniert. Die Vögel können Futter holen. Und einfach, das ist eigentlich das, was hier auszeichnet. Amphibien, Fische, Wasserpflanzen, Libellen, Wasserinsekten. In Bibergebieten wie Martalen leben 6-mal mehr Arten und 36-mal mehr Individuen als im gleichen Gewässer ohne Biber. Diese Erkenntnis wird vielleicht den Umgang mit dem Biber und seinem Gestaltungswillen verändern in der Schweiz. Das Ziel müsste natürlich schon sein, dass wir mehrere solche Lebensräume haben und die dann so eigentlich wie Perlen auf einer Kette,
eins am anderen ist und nachher die Arten können von einem Lebensraum in anderen über die Gewässer sich austauschen und sich ausbreiten. Und nachher gibt es eigentlich ein gutes, vernetztes, grossräumiges System, das wieder funktioniert. Und das müsste eigentlich das Ziel sein.